So Leute, weiter geht's in Tribes of Midgard und damit herzlich willkommen zurück in einem neuen Video. Ich habe heute den Anfang weglassen, weil es ist immer das gleiche gefarmt. Das ist ein bisschen zart, wir werden jetzt hier immer dann so bei der zweiten Nacht, nach der zweiten Nacht einspringen, wenn der Riese gespawnt ist, soweit sind wir mittlerweile. Und ja, ich habe jetzt bis jetzt nur meine Axt, eine Axt hergestellt, habe noch keine Rüstung an, das ist so ein Skin. Also keine Supitolle, ich versuche gerade noch Ressourcen dafür zu kriegen, dass ich den Garn herstellen kann und über den Garn dann diese Wolfsrüstung, die ist ein bisschen besser noch als die normale. Jetzt bin ich, wie gesagt, gerade auf dem Weg und versuche irgendwas zu killen, was Leder hergibt, wofür eben sich diese Schweinchen hier oder Pelz, wo ich also neutrale Viecher dafür brauche, neutral unter Anführungszeichen, manche von den Dingen greifen wir an. So, jetzt sind wir wieder besonders, ui, das schaut fett aus. Eieiei, das schaut dick aus. Ein Schwein, das mich uncharged. Sehr schön. Auch nicht immer. Oder nicht in jedem Spiel. Zwei Dörfer nebeneinander haben wir auch nicht immer gleich. Das Ganze hier ist aber ein 20er Gebiet, das denke ich mal, sind die Gegner hier jetzt nicht sonderlich schwer. Ich hatte eigentlich aus dem Season Pass so ein Teil, was mich heilt, wenn ich mal still stehe. Das ist jetzt irgendwie nicht da. Ich muss schauen, ob ich das irgendwie abgelegt habe und ob man es ablegen kann. Jawohl. Muss man das mal durchschauen, genau. Aber jetzt sind wir mal gut unterwegs. Stimme ist noch immer im Arsch. Festival sei Dank. Aber geil was. Immer wenn nach einem Festival die Stimme weg ist, dann war's gut. Shutdown Zwentendorf lässt grüßen. So. Schauen wir uns mal da um. Sollte ja nicht so schwer sein eigentlich, weil da eh. Eieiei. Oder vielleicht doch. Ja. Da reicht eigentlich schon die eine Axt. Ist ja geil. So, mal aufheben, zu viele Elixiere. So, Schatz, gib her was. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, ich bin hier durchgerannt überall, aber ich habe es noch nicht geschafft, dass ich ein Ding finde. Eine Umgebung mit Silber. Ich war schon in der Wüste, die war Stufe 200. Das war ein bisschen gar hoch, das war da unten. Bin ich schon alles abgerannt oder viel abgerannt. So, ich habe auch das Tor schon gebaut, die zwei Türme. Die was im Endeffekt die Kanonentürme, die Bogentürme, nicht Kanonen. Die habe ich jetzt auch schon aufgebaut bei dem einen Tor. Das müsste die Seite sein, wo der Riese dann ankommt. Ich muss da bei den kleinen Typen muss ich es aufmachen, dass die nicht die ganze Zeit schon das Tor platt machen. Beim Riesen mache ich es dann zu. Das gibt ein paar wertvolle Sekunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt eine richtige Taktik dann ist, aber es hat bis jetzt schon diese Zaubertussi hat das Ding lange aufgehalten. Kommt halt darauf an, ob das bei allen so ist oder nur bei manchen, das werden wir aber rausfinden. Hoffentlich aber nicht jetzt. Ich möchte nämlich eigentlich. Das lassen wir mal. Da weiß ich wirklich nicht, was ich verkaufen soll. Ich möchte nämlich eigentlich. Den Riesen aufhalten, bevor er im Dorf steht. Wäre halt praktisch. Hey, Sail. Cool. Nehmen wir noch mit. Monster sind ja incoming. Hoppala. So, wir haben wieder mehr als genug Seelen.
Also mit dir haben wir jetzt viel. Wir könnten hier eigentlich schon was craften, aber wie gesagt, mir fehlt hier das Garn. Länger warten. Leider brauchen die überall da Garn. Ja. Plünderer Helm, da findet man Silber. Also das Spiel läuft gerade gut, aber ist mein größtes Problem gerade ist eigentlich zum Aufmachen. Ah, ist sie offen. Mein größtes Problem ist eigentlich die Tatsache, dass ich kein Silber gerade finde. Muss ich noch ein bisschen weiter dann rumlaufen. Muss mal kurz alles abwehren, was da kommt. Zack, sehr gut. Hier auch. Ich versuche nämlich unten, der kommt meistens durch. Ich versuche nämlich schon irgendwie, dass er möglichst wenig Damage auf den Baum zu kriegen. Ihr seht, ich bin noch auf über 5000. Ich habe den Anfang gut erwischt. Schau mal. Ein Mild. Kann man immer brauchen. Da geht was. Ich hoffe jetzt eigentlich nur, dass der lustige Riese nicht jetzt rum wechselt und geht zu dem Tor hier. Hier habe ich nämlich noch eigentlich nicht viel gemacht. Habe aber genug mit, um alles zu machen. Sehr schön. Eieiei. Jetzt fehlt mir wieder dann das Ding. Ich werde da schon wieder geschossen auf den. Ja, der da. Ach Gott, jetzt ist er wieder unter. So, passt, hat überlebt. So, jetzt fehlen mir da oben noch die Bogenschützen. Es kommt auf jeden Fall irgendwo von oben der Typ daher. Das ist schon mal fix. Ich weiß nicht, was ich heute anders gemacht habe. Irgendwie geht es heute eigentlich sehr gut. Irgendwas habe ich heute anders gemacht als sonst. So, der ist in der Nähe des Dorfs. Ja, heißt so viel wie, wir werden den jetzt mal abfangen gehen. 2, 1, 3, hecke sich aus. Schießen ist nur, wenn der daherkommt und im Endeffekt komplett irgendwie. Ah, ich kann dir mehr Pfeile geben. Also ich muss bessere Pfeile basteln. Ich muss den Typen aber auf jeden Fall gleich jetzt abwehren. Pfeile her. Was haben wir hier? Donnerpfeil. Oh, Zweige. Einmal. Aha. Erstellen wir her. Ist jetzt ein Pfeil oder was hat das hergestellt? Hallo? Scheiße, ich habe noch immer nicht meine gute Rüstung. Was mache ich jetzt? Ich möchte, falls ich drauf gehe. Ne, Waffen. Falls ich drauf gehe, auf jeden Fall meine Seelen loswerden sein. Nehmen wir die mal. Mal höher, zeige ich noch 400, die spenden wir. So, jetzt können wir den Typen auf die Nerven gehen. Müsste ja da jetzt irgendwo daherkommen, eigentlich. Toll, ich habe genau einen Pfeil. Kann man das irgendwie. Ja. Es ist aber auch zart, wenn man die so extrem jetzt da. Machen wir mal Tür zu. So, gehen wir mal Riesen suchen. Sehe ich den eigentlich auf der Map erst, wenn ich ihn gefunden habe, oder? Schon wieder Scheiße baut. Haha. Ich bin wirklich dumm. Alter, das gibt's ja nicht. 40 Seelen zum Reparieren. Ich Depp habe jetzt alles, war das Reparieren, das Reparieren hat man schon oft irgendwie meinen Plan zusammen.
Muss ich ehrlich dazu sagen? Nein, nicht sie. Jetzt für drei Seelen fehlen noch. Das bringt mir nämlich eigentlich genau gar nichts, wenn ich jetzt da hingehe und habe eigentlich nichts. So. Und hab, und es wird meine Waffe kaputt. Aber jetzt gehen wir mal. Schauen wir mal, welcher Riese da ist. Der eh schon anscheinend Nähe Dorf ist. Ach Gott, der Blutbund, das kommt hier wirklich. So, jetzt. Geh mal. Ja, jetzt weiß ich wieder, wer jetzt antanzt. Machst du jetzt Tolles? Ei. Das ist keine jetzt. Das passt ja für einen Hexer. Das sollte ich wahrscheinlich eher nicht reingehen. Half-Life haben wir sie auf der kurzen Strecke schon. Und ein Turm schießt sogar mit, der andere schaut blöd zu. So, das war jetzt ja gar nicht mal so schwierig. Aber das Tor hat schon einiges an Damage abgekriegt. So. Kann man das reparieren oder nur aufwerten? Bin ich deppert oder gehen die live hoch? Heilt sich selbst, sehr gut. So, weiter geht's. We need unbedingt jetzt Silber. Es hilft mir nichts. Ohne Silber komme ich nicht weit. Aber seht ihr, wie gut das war, dass ich die Axt repariert habe? Das hätte ich jetzt ziemlich warm ausgeschaut. Erst einmal weißt du nicht, wo du die Seelen herkriegst. Und beim nächsten Mal dann auf einmal, boah, kommen die Seelen so daher. So, jetzt wird's Abend wieder. Das Tor ist gut benannt. Das machen wir zu. Dem haben wir ein paar Pfeile rein. Da muss ich echt mal schauen, was ich für Pfeile brauche, weil die Def ist hier non plus ultra. Man sieht's ja. Knöchelchen. Ja. Wolfszene. Stinkt normaler Scheißpfeil. Knöchelchen. Zweige. Zweige kann ich aber herstellen. So, da nix. Knöchelchen muss ich schauen. Habe ich jetzt bis jetzt sogar nicht mitgekriegt, wo ich die herkriege eigentlich. So, geht ja gar nicht.
Der ist schon 1500. Jetzt habe ich noch 500. Da lassen wir es Tor auf von unten noch. Oben lasse ich es dann auch wieder, aber muss, mache ich es auch auf, aber ein bisschen brauche ich dafür. Geht ehrlich gesagt aber recht gut gerade. Oh je, Special Boss. Also nicht Boss, Special. Special, Special. Und dann mal auf. Nein, dann machen wir zu. Das war jetzt auch mein Fehler. Ich wollte den, hätte den großen, bleibt da draußen wenigstens, wenn ich da wieder zu mache. Machen dem Dorf und dem Ding nämlich gar nicht so viel Schaden. Sehe ich gerade. Fetten mal abhalten, so. Jetzt wieder Dorf, Baum. Stressige Geschichte, Baum. Ach, das sind diese... Ich sollte alle Tore machen und alle Tore einfach zulassen und dann außen vorgehen und beziehungsweise die Türme bestücken. Jawohl, wieder Nacht. Wie steppert. Das wird ein neuer Rekord werden da. Aber mein Seelenbäumchen leidet. Schmerzen. So wie ich. Leid auch Schmerzen. So, jetzt wird's dann was. Jetzt wird's dann Zeit, dass ich schätzungsweise die Tore upgrade nochmal. Das heißt, ich brauche Stein, Holz, was brauche ich dazu? Und ich brauche unbedingt Silber für bessere Rüstung, für den nächsten Titan. Was mache ich dann mit Holz? Holz und Zweig, gut, das ist nicht so schwierig. Stein und Feuerstein, gut, dann los. Los geht's, farmen. Voll auf die Kacke. Hauen wir jetzt. Da schaut es auch Silber aus. Sehr schön. Ehrlich, aber langsam wird es stressig. Es hat in den Kommentaren jemand geschrieben, das Spiel schaut gut aus. Aber er wirkt ein bisschen stressig. Ich habe eh darauf geantwortet und gesagt, ja, es ist ein bisschen, es wirkt nicht nur so, es ist etwas stressig. Aber es ist schon, es ist trotzdem geil. Geil ist es, aber völlig gestresst. Nehmen wir halt alles mit, was geht, wenn wir das alles brauchen. Spiel ist ja anscheinend sowieso auf alles einsammeln ausgelegt. Aber dafür geht das Sammeln auch schnell. Ihr seht es hier. Man kann theoretisch, aber dadurch, dass dieses Ganze, es hat ja einen Sinn. Wieso alles mit einem Hacker abgebaut ist, hat ja einen Sinn, das geht ja auf die Geschwindigkeit von dem Spiel. Dass man da, wenn man da ewig farmen oder klopfen müsste an einzelne Steine, müsste man ja auch wesentlich mehr. Da kannst du haben. Müsste man ja auch eigentlich wesentlich mehr Zeit haben dafür. Oh, heute Nacht erscheinen keine Monster. Warum das? Ist jetzt irgendwas Tolles gemacht oder ist das Zufall? So, da ist irgendwo so ein Depp, der mit allem rumschießt. Wo ist er? Da hinten. Ja, das war anscheinend das Event da hinten. So, und jetzt geht schon Silberrüstung und dann absolut nur Defense aufbauen. Zumindest mal eine Weile. Ich bin so weit wie noch nie. Von Tage her. Vor allem eigentlich. Und von daher kann ich jetzt gar nicht wirklich vorhersagen, wie das Ganze jetzt endet. Tschüss, Schlange. Jetzt brauchen wir Silber. Oder was haben wir so wie immer in dem Spiel? Ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Toll.
macht. Gefangener würde gesichtet. Was heißt das jetzt? Der Baum ist irgendwo im Nirvana. Bist du das? Mama? Anscheinend nicht. Da hinten kann man rauf. Da ist ein Port-Ding. Also so wie ich es bis jetzt mitgekriegt habe, ist in dem Spiel wirklich keine einzige Ressource bis jetzt von dem, was ich abbauen kann, nutzlos. Wenn ich mir das anschaue, kann ich alles irgendwie wieder brauchen. Irgendwann, irgendwie brauche ich alles. Sei es für Pfeile, für die Türme. Ist doch nicht schlecht. Wenigstens. Oh je. So. Erledigt. Erledigt! Zack, die Bohne. Jetzt kann ich wieder nichts mitnehmen. Weißt du, ich kann so viel tragen, die hätten von den Tränken ruhig auch mehr lassen können. Aber ich glaube, das haben sie gemacht, dass nur. Aua! Ich glaube, das haben sie gemacht, dass man, dass die Gegner, dass man nicht so die Gegner zerrt. Was ist mit dir? Macht der so viel Damage? Oder hatte ich schon wenig Life? Und er macht gut Damage, ja. Na wenigstens, na wieso kann ich das nicht aufhören? Na wenigstens hat mal mein Ding entsinnt. So. Der fette Wurm lässt das fallen, was ich brauche für die eine Rüstung. Ist ja nicht so schlimm, weil... Ja. Das. Kann ich das kaufen? Alle. Das ist cool. Warte mal, was kann ich denn noch kaufen? Jetzt fickt euch doch alle mal! Na, um shoppen. Lindwurm, Stachling. Deinen hätte ich auch gern. Scheiße, ich verkaufe das gerade alles. Fuck, ich bin Dodo. Wieso mache ich das? Okay, schneide ich raus. So, also ein Riesenhammer. Wir haben auch was zum Porten. Ich weiß es nur gerade nicht, wie lange und wie weit das überhaupt geht, aber ich muss jetzt mal zurück. Nicht wegen der Life zur Abwechslung mal, aber meine Dinge wären kaputt. Meine Axt. Ah!
So. Jetzt aber. Schnell mal zurück in die Base. Schneller Lauf ist schon cool. Harpadugunni? Neisir Meira. Neisir Meira. Ich habe mir Feuerstein. Stein kann ich aus Feuerstein herstellen. Ah. Neisir Meira. Neisir Meira. Kenne Kijalpa. War klar. Neisir Meira. Für den Erz. Kann aus Eisen, kann ich Erz machen. Sehr gut. Neisir Meira. Wieder Eisen. Wieder Eisen. Neisir Meira. Neisir Meira. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Garn. Garn wird das Feld gemacht. Ah! Muck-tack. Nein, wusste ich eh, aber. Wusste ich eh. Alles gut. So, jetzt werden wir das mal machen. Dann Garn ein. Fuck that! Da kann ich ja weiter lang noch scheißen gehen. Neisir Dunat. Neisir Mera. Neisir Dunat. Hafiru Take. Jetzt hab ich's nicht gelesen. Was für das? Rieren. So. Rüstung. Anlegen. Anlegen. Irgendwas die eine da reingemixt hat. Ah. Ist der Boss. Is here. So, jetzt wäre mal cool, eine bessere Waffe nochmal oder so. Wieder mal ein Schwert. Ah, eine Axt. Lindwurm, Stachel und Stein. Gut, dann holen wir sich noch so einen scheiß Lindwurm, Stachel. Ich habe ja den gerade verhunzt, den einen. Hier noch das Tor, wenn wir es bauen können, aufbauen. Ey, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt eigentlich hinbracht habe, dass ich da jetzt so viele Ressourcen noch habe für alles. Es ist mir wirklich ein völliges Rätsel. Normalerweise verrecke ich hier sofort. Harpadugunni? Haben wir hier Explosivpfeile, wären cool. 150 Damage ist schon mal nicht schlecht. Oh. Feuerstein, Vogelfedern, dass sich Bäume fällen gehen. So. Dann werden wir mal dem hier. Das ist nicht viel, aber. Nummer 3. Dem 3. Ich könnte natürlich auch warten bis... Nee. Also ich glaube, ich habe das bis jetzt falsch gemacht. Ich darf nicht warten. Ich darf nicht nur... Ja, ich hoffe, dass das Tor und die Türme den Riesen abhalten. Ich muss den Riesen sowieso früher abfangen. Es hilft eh nichts. Hier kann ich noch nichts reingeben, weil kein Turm steht. Ist meine Waffe jetzt repariert? Sehr gut. So, holen wir uns hier noch so einen Stachel. Los geht's. Wieso habe ich jetzt nur 124 Kraft? Das meiste angeklickt. Ich hatte doch schon mehr. Ha! Du wirst es nicht glauben, aber ich habe genau dich gesucht. Kann es eigentlich sein, dass ich die unabsichtlich runterhau?
Ja, geht mit der Rüstung schon wesentlich besser. So, Lindwurmstachel vorhanden. Ah, gib. Ich glaube fast, ich muss eigentlich. Ja, ich glaube fast, ich muss eigentlich. Ich glaube fast, ich muss da jetzt bald zurück und mir gleich die Waffe herstellen. Denke mir 188 Kraft, das passt. Weg, bumm. Wir sind die Lager von den kleinen, lustigen Gnome da, aber wesentlich lieber als von den großen. Weil die nicht so diese Hexerin haben. Die haben nur andere lästige Leute. Aber die sind weniger lästig. Kuckuck. Jawohl. Kommt's alle her da. Ist jetzt verreckt beim Runterfallen. Cool. Wie steppert, das wird ja wirklich einer meiner. Ah, kann man halt das nicht aufheben. Oh oh. Eck! Ich kann auch Sachen werfen. Jetzt nicht. Jetzt. Jetzt kann ich wieder. Nee, keine Ahnung. Also, ich darf wieder wirklich nicht lange aufhalten. Thors Wut. Da ist voll. So, was haben wir denn da? Erhöhte Bewegungsschwierigkeit während der Nacht. Erhöhte Bewegungsschwierigkeit während der Nacht. Erhöhte. Ja, kann ich das. Was macht der? Saugeil. 10% mehr Damage gegen die fetten Viecher. Geh runter da jetzt. Ah, verdammt du. Da, da, da. Ach Gott. So. Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt kaufe ich alles bei dem Händler, was ich kriegen kann. Dann port ich zurück. Werd voll imbar. Und wird auch Zeit, dass ich gehe. Ich hab da jetzt nämlich gleich ein Problem. Wahrscheinlich. Was? Was ist mit euch? Ah! Ja, kauf alles. Fuck! Zu viel! Scheiße. Ist. Immer so unüberlegt teilweise, was ich da für einen Scheiß baue. Was haben wir jetzt? Nein. Nein, die könnte ich, aber die habe ich nicht freigeschaltet. Ah, hier. 120 gleich. Bist fertig. Das haut rein. Ja, herstellen. Ja, Alter, wo sind wir? Bin ich eigentlich immer der Meinung, ich muss das Ding drücken. Ablegen, weil ich will es auf 1er Platz und die auf 2er Platz. Da ist zu. Noch machen wir zu. Ich weiß, die rennen wahrscheinlich die Tore ein, aber. Machen wir zu. Lass, dann machen wir nur das rechts oben mal auf. Sehr geil. Okay, die Angst brauche ich das nächste Mal auch wieder.
Hallo. Jetzt habe ich eine Taktik. Ich mache immer das Tor auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ich renne immer im Kreis, töte alles, was ansteht. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ein Vorteil hat es nämlich schon. Es verhindert nämlich, dass diese Schnellen durchlaufen. Aber das Tor wird damit schnell. Aber nicht welten, wie es ausschaut. Und rüber. Hey, mach mal was. Also. Also mit der Blitzaxt komme ich da, Blitzlicht, was weiß immer, komme ich da jetzt eigentlich, glaube ich, recht gut voran. Was geschissen, dass er mit, jedes Mal beim Aufheben will er jedes Mal das Tor gleich aufzumachen. Bist fertig? Ey, das geht ab, das Teil. Aber sowas von. Bist fertig, ey. So, was brauche ich jetzt für noch bessere Ausrüstung und Waffen? Hauen wir das da rein. Mag ich, wenn er blau leuchtet, das Bäumchen. Was gibt's denn da noch? Das ist die Nonnenaxt. Lähmung, Wut, Lotterschrei, Wurf, Lotterschrei. Das ist 120, da gibt es immer Epic. Die Epic Axt Stufe Level 4 brauche ich dafür. Zwei Werwolfzahn. Oh bitte, die werde ich ja da woher kriegen. Könnte nur nicht aufwerten. Okay, schauen wir kurz, da war ja was. Zwei Minuten noch. Da habe ich einen Teleportpunkt. Ich gehe mal da schön hin. Ich weiß vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt das Glückste ist, was ich jetzt gerade machen kann. Aber. Ich weiß, dass ich da noch nicht war und deshalb dorthin will. Was ist mit dem Ding? Deppeter. Alexe. Kann ich nicht platt machen. Warum auch immer die so nicht platt werden will. Ups. So, und hier irgendwo. Auch alles rein. Alles hauen wir sich rein. Hier einfach mal rum und schau, ob da was passiert. Ich schätze mal, dass der Hirsch irgendwo in der Umgebung ist. Ich würde das ja alles gerne einsammeln, aber ich habe das Problem, dass... Ah, der Hirsch! Ich habe den noch nie gehabt. Also diese Dinge, was ich da unten habe, sind cool. ...25 Sekunden, das wird eh nichts mehr. Dann müsste ich jetzt schon Glück haben, dass ich den schnell finde. Nope, geht nicht mehr. Schade. Einmal habe ich es wirklich probiert, dass ich was finde.
ist, weitreichend. Bewegungsgeschwindigkeit in der Nacht braucht eh kein Mensch. Macht weitreichend. Ja, das ist eigentlich nichts. Das muss ich schauen, das muss irgendwann der Riese schon bald wieder in der Nähe sein, den werden wir sich jetzt mal krallen. Ich bräuchte zwar einen Werwolfszahn, aber. Wieder so ein World Event, sehr schön. Kann ich das jetzt irgendwie eigentlich? Ich weiß, ich verwende das relativ gelaggt. Jetzt stecke ich genau in so ein Ding drin. Das wird jetzt aber. Scheiße. Ah! Das ist alles zu früh gewesen. Geleg mich da. Wie kann ich so dumm sein? Man sollte halt manchmal schon schauen, was man tut. So, jetzt ab in die Base, schauen, wo der Riese ist. Würde ich mal sagen, haben wir da irgendwo einen Teleporter in der Nähe? Den hier, aber. Ich will nur auf keinen Fall zu spät dran sein, dass der mich da banniert, Vollgas. Tempo. Eher suboptimal. Ja, passt, Teleport. Ich riskiere halt nichts. Mach ich nicht. Ich werde jetzt sofort mal reparieren gehen. Alles reparieren gehen, dann alle Tore schließen. Und hoffen, eine weitere Nacht zu überleben. Es war jetzt so klar, dass der genau da ankommt, wenn ich da im Endeffekt. Scheiße. Mal reparieren. So, los! Wo ist der Typ? Im Dorfnamen. Aber ich kann ihm sicher ein bisschen am Sack gehen. Alles repariert, Ding, Alter. Gut, der Riese ist noch weiter weg. Zuerst die Nacht, dann der Riese. Ich habe die Tür offen lassen. Ja, es wollte ich sagen, es gibt es eigentlich nicht, dass die so schnell da durch sind. Ist Steppert sagen, ist die Waffe so stark oder sind die jetzt zu schwach? Der hackt ja wirklich da rein.
Und selbst mit dem Rechtskick, das geht zack, zack, die Bohne weg. Ich meine, mir schon klar, dass das Lichtzeug mehr Damage macht, aber das ist schon krank. Das ist schon krank viel. Zack, zack, bam! Waffe, der klickt zu. Damage mache ich dem Tor nicht. Okay, die waren schnell. Tor zu. Ab nach unten. Sind wir wirklich nachschauen. Was genau? Lädt Mana mit der Zeit auf, okay. Da staut sich's. Ja, jetzt wird's schon ein bisschen heftiger fürs Tor. Haha! Hab ich euch Depp. So, Riese. Jetzt du. Bist der bei der Laden Weltrekord, Mann. Für mich auf. Oh. 72.000 live. Ich gehe aber wirklich davon aus, dass ich da. Bist der Potosaurus aber rein. Leck mich, haut das rein. Mann, nicht, dass mich stört, aber. Ich hoffe, was es im Mana-Tränke gibt. Das haut bei dem voll rein. Ah, ich sehe ihn doch auf der großen Map auf. Ich wollte nochmal nachschauen. Leute, unpackbar! Ich kann es euch nicht. Wirklich unpackbar. Das. Da. Also, wenn man das dann gesagt hat, dass das heute so rennt, hätte ich gesagt, Havara, du hast gesoffen gestern. Also, wirklich. Boah. Vor allem kann ich ja dem Typen da ja sogar jetzt schon wieder was reinstopfen. Level 4 dafür, da bringt er 2 Werwolfzahn. Den, du wirst upgraded. Kannst du sowas von Gift drauf nehmen? Mal wieder zu. Ich darf nur die Kanonentürme jetzt nicht irgendwie. Hä? Ich hab gedacht, da gibt's gar nichts mehr zu kaufen. Ah, oh ja, für Förnjötens Axt brauche ich da wesentlich mehr. Die ist legendary? Okay, ich will das haben. Wahnsinn. Wahnsinn, die Axt. So, ich aber mein alles repariere. Getränk. Ich auch was machen, Nagel.
So. Vulkanier. Bessere Rüstung, mein Werwald. Ist da irgendwo, wo ich was brauche, was ich nicht Obsidian, Alter. Das habe ich ja alles noch nicht mal irgendwo gesehen. Ah! Gesponnener Garn, Goldgeleg. Ich glaube, die Rüstung bleibt mir mal noch. Tür ist auch zu. Nur zwecks ein bisschen Liebe. Du kannst jetzt auch etwas Sinnvolles machen für mich. Maximal Gesundes. Mach alle. Alles, was geht. Da ist, finde ich eigentlich jetzt nicht so prickelnd. Also, ich finde es jetzt nicht wirklich sonderlich prickelnd oder game-changing, sage ich jetzt ehrlich. Sei ganz ehrlich, also, finde ich jetzt nicht, aber. Wenn man will. Pfeil ist immer gut. Donnerpfeil, auch immer gut. Theoretisch stelle ich einfach alle Pfeile her, die gehen. Weil so betrachtet sind die Türme völlig nutzlos, wenn ich gar keinen Pfeil habe. Und das sind sie auf jeden Fall schon mal besser, wenn sie irgendeinen Pfeil haben. So, jetzt werden wir durch drei teilen, ungefähr auf 10. Machen wir uns das dann 12, so. Tschaka! Da auch. 10. 12. Ich habe bisher nur einen Turm in der Reißen. Gut, Monster scheinen, die werden wir noch abwarten. Dann gehen wir wieder massivst farmen. Ich habe aber leider, weil ich Trottel habe für einen Scheiß gebaut. Ich habe alles verkauft, was ich gehabt habe. Ich habe mir gedacht, ich kaufe was und habe alles verkauft. Ich will es eigentlich rausschneiden. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Wenn doch, tut es mir leid. Aber es ärgert mich so dermaßen. Das hat so zuerst so angeschaut, dass es ein Angebot irgendwie wäre fürs Kaufen und dann war alles für den Hugo und für alles, für den Fisch. Feuerstein bräuchte. Malenstein. Wieder ist ein Hersteller. Garn. Fell kann ich ernst machen. Gesponnener Garn, geöltes Leder. Bist du da kann ich auf. Mag ja alle. Ich stelle jetzt einfach alles her, wo ich was habe, weil ich nicht, dass ich planlos wäre. Mein, was ich vielleicht bin. Aber ich muss in das Endgame da, wo ich jetzt glaube ich schon mittlerweile rumkrebs, da muss ich mal ein bisschen reinschauen. Schilder zum Beispiel bin ich sowieso komplett außen vor. Brauche ich Garn. Garn. Sternenlicht-Seetang, den kriege ich wohl hier an den ungefrorenen Talisman. Vor allem der ungefrorene Talisman, den kriege ich woher? Harfafutoki? Hört sich immer so an, wenn er Sudoku spielen will oder so. Und machen wir eins noch an und auf. Dazu und tschüss. Besser ist. Blau leuchtet immer besser. Ich meine, mir ist völlig bewusst, dass die früher oder später durch die Tore brechen. Die Seite hier schaut gerade ein bisschen Arsch aus. Also eigentlich müsste ich hier schon fast offen lassen.
Kann ich eigentlich offen lassen. Das bricht sowieso gleich. Und das hier wahrscheinlich auch. Erb! Ohne zu wissen, wohin. Ich schieße einfach mal rein. Und jetzt hau ich drauf. Ja, tu nicht so. So, jetzt bricht nämlich auch das zweite Tor gleich und dann wird es jetzt ein bisschen Arsch. Ja. Das ging in die falsche Richtung. Mein Problem ist nämlich, dass jetzt wird's mit die. Ist das irgendwann auch bitte mal vorbei? Ich meine, das ist jetzt dieses komische Saga-Ding da, was jetzt für mich so viel heißt wie eigentlich soll es jetzt irgendwann einmal auch wieder Sense sein. Irgendwann der Fett Endboss oder weiß nicht, wie das da endet normal. Puh, oder enden könnte. Ja, mal daher, das ist ein Händel. Hühner sind immer gut. Muss man das so sagen. Aber der Part dauert schon ewig und drei Tage, aber er ist überhaupt nicht, also ich finde es jetzt überhaupt nicht langweilig. Da geht's rund. Verkaufen. Ja, weg. Danke, ja, du danke. Was müssen wir denn machen? Fangen? Ha, ich musste wirklich fangen. Jetzt habe ich was gekriegt von dem. Wenn auch ich jetzt nicht genau weiß, was. Okay, wir gehen. Was machen wir? Wir gehen da unten, wo das fette Riesengebiet war. Wir müssen ins High-Level-Gebiet. Was habe ich jetzt wirklich gekriegt von dem? Das war lila jedenfalls. Ernsthaft das? Na. Das ist anders gewesen. Aha. Für ein uraltes Bauwerk. Für welches Bauwerk? Ist das dieses komische? Ja, keine Monster! Ich meine, ist das dieses komische Diamantteil da? Ja, ist egal, schon mal nachher. Ich bin aber ein bisschen planlos, wie es ist jetzt. Jetzt sammle ich mal viele Seelen. Und Mats. Jetzt wird es aber eher darum, dass ich dann den Seelenbaum durchfüttern kann. Der hat eh lang genug jetzt eigentlich hungern müssen. Jetzt kriegt er wieder was von mir. Oh, ich auch gehört bei euch was. Seelen, was mal mit dem? Nur 4. Gold. Und da kann ich immer wieder hin, wenn ich Seelen brauche. Ich überroll euch, Deppen. Na mit. Nein, nehmen wir nicht mit.
Man fühlt sich unbesiegbar, man ist es aber nicht, das sage ich gleich dazu. Mana Elixier, ja. Ist mir nicht wurscht. Weil ich wüsste, was ich da verbrauchen muss dafür. Das andere jetzt verbraucht, ja? Also ich fühle mich mit der Axt wirklich ziemlich unbesiegbar gerade. Ob es so ist, sehen wir spätestens, wenn ich drauf gehe. Kerze. Werwolf Zahn 2. Jawohl! Ich kann den nächsten Turm, die nächste Waffe bauen. Jawohl! Also jetzt fühle ich mich überhaupt nicht überpowered oder so. Nein, gar nicht. Ich meine, ich werde trotzdem jetzt wahrscheinlich irgendwann drauf gehen. Alleine schon, weil ich die Masse nicht pack. Aber weil irgendwo werden dann lauter Gegner rumrennen. Ich werde mit der Schnelligkeit nicht nachkommen, dass ich da überall hingehe. Aber es ist schon sehr, sehr geil. Ja, hey, Sprung weg. Kann ich auch. Nein, oh, kann ich wirklich. Mache ich aber nicht. Geh ich mal euch ärgern da. Au. Die sind härter als erwartet. Geleck. Nein, meine Seele ist weg. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ja, guter Zeitpunkt. Jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich jetzt hier alle weg davon, dass ich nicht... Ja, ich muss dahin. Da liegt mein ganzes Klumpert. Es hilft nichts. Seelenhüter. Ja, das Ding geht mir auf die Nerven. Das ist Seelenhüter. Das ist schön, aber bringt mir genau gar nichts. 20% sind immer noch viel zu wenig. Ja. Zerstören wir auch. Wie gesagt, 20% weniger Reparaturkosten, jein, aber es ist zu wenig. Das zahlt sich, finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich aus. Und ich weiß noch, dass ich jetzt Damage reinkriege, weil es kalt ist. Anscheinend. Was eigenartig ist, weil das eigentlich eine Wüstenumgebung ist. Ja, ich würde sogar wegporten, wenn ich dann fertig bin mit Einfrieren. Problem ist, ich habe kein Elixier mit.
durch hier einen Damage-Satz reinkriegen, das geht gar nicht. So, wieder im Dorf. Kurz hochheilen. Mal schauen, habe ich dir irgendwas jetzt wieder? Ich will Holzbretter machen, ja, wenn du nicht viele. Holz fehlt, Zweige, das geht. Feuerstein. Malerstein. Ich weiß, ich soll es nicht ganz rüber zahlen, aber das war mir in dem Fall witzig. Fuck! Gut. Probiere ich das jetzt mal aus. Das habe ich ja irgendwo hier. Materialien, diese komischen Fragmente. So. Es fehlt an dem. Ah ja! Oh, oh. Also mein Management hier ist noch nicht das Beste. Das hat aber wahrscheinlich ja eh keiner erwartet. Kann ich jetzt hier schon? Ah, ich kann schon zurück nach Valhalla. Aber ich will nicht nach Valhalla, ich fühle mich eigentlich wohl hier. Aber vom Prinzip her weiß ich ja jetzt schon halbwegs, wie es funktioniert. Bis auf das High-End-Zeug. Da kenne ich mich nach wie vor mit den Ressourcen nicht so toll aus. Aber ich weiß. Warte mal. Warte mal, ich kann ja schon die Axt. Zurück. Jetzt wird es aber dann rund gehen. Dorf, Stärke 0, das verstehe ich jetzt nicht, was das mit der Stärke heißt. So dann mit 0 steht, ich habe eh schon Sachen gemacht. Zehn, sechs, nein, dann müsste ich wesentlich mehr Steine farmen. Also das alles hochzukriegen ist schon schwer. Also da will ich jetzt gar nicht sagen, dass es so easy ist. Mit mehreren Leuten, sag ich mal, ja, kann man da sicher was anfangen, aber 120, 139, die geht. Könnte ich auch freischalten. Zuerst mal die. Hat bis jetzt gute Dienste geleistet, das werden wir auch jetzt mal beibehalten. Axtmäßig fühle ich mich gut ausgestattet, wobei die zweite wirklich nur absolutes Reserveteil ist. Was haben wir hier? Haltbarkeit von Rüstungen. Das verwende ich nie. Schwerter. Mana zurückgewonnen, ja, ist auch okay. Waffenwechsel, Mana, gewonnenes Mana plus 50, ja. Gut. Muss ich hier an? Kann ich hier irgendwas mehr machen? Garn. Es ist wie immer der Garn. Gut, mit der Rüstung muss ich durchkommen. Schauen wir mal, wo unser lustiger Typ ist. Seelen brauchen wir auch. Ich gehe mal den Boss. Beziehungsweise gehe ich halt mal in die Richtung los. Der wird irgendwo hier aufkreuzen. Leute, ihr seid solche Opfer für meine Axt, wirklich.
Unpackbar. Wie das gerade dahin geht mit der Axt. 4000 Life habe ich auch. Weg. Hähne von der Axt sind nicht wurscht. One hit. Also der haut immer zweimal, aber eigentlich war es ein Klick. Sie kommen bald nach Hause. Ich habe keinen Teleporter. Gut. Das heißt, ich soll gleich gehen. Nein, ich habe bei nichts einen Teleporter. Gut, wenn ich den Teleporter nehme, bin ich der Hammer. Oh, nein. Ich will jetzt nicht an den kleinen Monster verrecken. Mach ich nicht. Es geht mir einfach um Arsch, wenn ich das jetzt mache. Auch wenn ich eh schon viel geschafft habe, diesmal, also viel mehr, als ich ursprünglich erwartet habe, dass ich dahin bringe. In der Runde. Aber ich will es trotzdem nicht verrecken, was blöd ist. Schnellreisen! Ja, Mann! Let's rock! Mal kurz abchecken. Tor zu. Nummer 1. Ich glaube fast, da gibt es keins. Doch, Tor zu Nummer 2. Ich muss die eigentlich, glaube ich, größer als nur schwächen. Hier gibt es auch keins, sehr schön. Um einen Stein mehr. Dann können wir wieder Pfeile herstellen. Was macht eigentlich Kuh? Salotte schreien. Hallo? Oder mach einen Stein, du Sack. Ich bin am Werk. Nehmt ihr mehr? Ach. Nehmt ihr mehr? Fuck. Zu spät. Los geht's. Darf halt dabei mal drauf ballern, dann jetzt meine Tür auf. Hallo sagen. Morgen. Morgen. Das gibt's ja nicht. Ich bin steppert. Ich habe da unten keinen Turm. Oben ist durch. Bäumchen. Nein, 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 nein. Jetzt weg.
müsste eigentlich jetzt wirklich irrsinnig schnell Seelenfarm in meinem Baum hochheilen. Tor wurde zerstört, sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich eh wieder mich voll darauf konzentrieren, einfach drauf zu haben. Weg! Am Boden, das heißt, wir müssen es hier verteidigen jetzt mehr. Leute, Nacht, du könntest es dann vorbei sein. Jetzt wird es dann nämlich schon, das ist glaube ich die letzte. Oh. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er dann immer mehr recht viel hinkriegen wird. Ich könnte wirklich nur schauen, ob ich diesen komischen Boss da eliminieren kann. Den Titan. In der Hoffnung. Ja, passt. Nicht. In der Hoffnung, dass der mir irgendwelche super tollen Sachen gibt. Der muss ja eigentlich jetzt schon bald in der Nähe sein. Nur vom Baumfällen werde ich nicht genug Seelen sammeln. Auch wenn die recht viel kommen eigentlich, aber ich eigentlich nicht das. Siehst, jetzt habe ich eigentlich kein einziges Mal diese komischen Minen da unten aufgebaut. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Ich meine, bis jetzt geht's ja. Aber jetzt wird's, wie ist es jetzt, kritisch. Kritisch bis schwer. Möglich. Okay, also der dürfte noch ein Stück weit weg sein, der Boss. Also. Aua. Also die Riesen sind gar nicht mehr so das Problem, wenn man mal eine Weile da gespielt hat. Weil sobald man mal ein bisschen Agier hat oder die früh genug abfängt, ist eigentlich super easy. Ah! Super easy ist jetzt vielleicht auch nicht mehr drin. Wenn man denkt, dass ich noch urweit von der Base weg bin, könnte ich mich jetzt eigentlich da auch den einfach lassen. Wollen wir aber nicht. Ja, Mann! Ist gut. Und du kleiner Scheiße glaubst, dass du jetzt irgendwas anhaben kannst, nachdem ich gerade so ein Viech erlegt habe, ja? Ja. Da kann man es auch sehen.
Trotzdem, ich will das noch länger durchhalten. Ich will. Heißt auch so viel wie? Auch Stein. Brauch Holz. Brauch alles. Die Fans wieder hochfahren kann. Ja, ja, da haben wir euch. Sei da alles einzuklauen. Oh, ein Teleporter. Da gibt es ja auch so ein, die Klasse freischalten, wenn man. Wenn man im Endeffekt alle Teleporter auf der Map aktiviert, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele noch fehlen. Aber ich werde auf jeden Fall mal den aktivieren. Schreien halt. Yes. Alleine wenn die Tore, wenn ich Tore habe und die halten nur ein bisschen auf, ja, reicht das eigentlich schon. Ich mache hier alle platt dann, aber. Drüben ist eine Eiswelt. Bin mir ehrlich gesagt noch ziemlich sicher, dass ich darüber kann, aber. Bin mir auch sicher, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, ist die Runde vorbei. Und die dauert jetzt schon verdammt lange. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwann endet, aber ich bin bei Tag 11 angelangt. Ich könnte jetzt schon wegporten und die Runde beenden. Aber wieso genau soll ich das tun? Genug. Außer hat ausreichend Kraft, sehr schön. Seelen rein. Stein. Stein, Stein, Stein. Klaus, Klaus, Klaus. Kaffee rotier. Ah! Das gibt's doch nicht, beschützt das Dorf. Ja, bin keine. Kann ich nicht mehr darum rennen. Jetzt wird es dann kritisch. Jetzt muss ich noch schön heilen gehen. Also, reparieren. Dass man nämlich das nicht kaputt wird. Und jetzt wird es lustig. Wir haben 5500. Schauen wir, was überbleibt. Schauen wir, ob was überbleibt. Links oben nicht gut aus. Unten. Hier etwas. Rechts oben. Also zu dem Thema in die Kommentare bei der ersten Part. Ja, es wirkt wirklich nicht nur stressig, es ist wirklich stressig. Bisschen die Ruhe einkehrt, die sind aber irgendwie schnell, was da gerade kommt. Unten, unten, unten. Aber ich weiß, das Spiel begrenzt sich selbst eigentlich nur durch die Ressourcen. Irgendwie wachsen die Bäume, glaube ich, nicht nach.
Weiß ich jetzt gar nicht. Komm schon, Tag vorbei. Zurück. Ah, es war jetzt blöd, ich hätte gleich umdrehen sollen. Statt die im Vorhinein killen. Abkommen! So, links, rechts, oben, unten. Fertig sein, aber wie lange dauert die Runde jetzt schon? Sehr abnormal. Zwei gleich. Da geht was. Eigentlich muss ich jetzt wirklich. Kalt. Es wird Winter. Fuck. Harpatubrin. Was hat denn der plus Wärme? Alles plus. Ja, ich brauch Garn. Es hilft nichts. Ich brauch Garn. Ja, jetzt geht mir die Kälte auch schon am Nerv. Mach Garn, so viel wie geht. Mach auch Fell. Gut, ach, okay. So. Shock resistant. Ich mach doch die ganze Zeit Garn. Ich hab die jetzt schon 100 Mal. Wieso steht da immer 0? Ich hab das doch jetzt schon gemacht. Das gibt's ja nicht. Liegt der da immer wo? Geht's nicht? Oder was ist los? Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich hab hier schon Garn hergestellt. Das weiß ich. Da. Fuck. Thors Wut. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Habe aber schon 2K1 gehabt. Gut, wo gehen wir hin? Wo waren wir denn? Rechts unten? Haben wir da einen Teleporter? Nee. Arsch mit Ohren. Landen wir mal hier und rennen nach hier und rennen nach Süden. Das ist Süden, Westen. Ja, das mit dem Garn verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich hab mir vorher gedacht, ich hab mir das einbildet, aber der war ja wirklich schon da. Kauft der Garn? Ja. Jetzt bin ich schon ein bisschen im Bar. Im Bar. Nach Norden weiter. Blutmond erscheint, sehr schön. Jetzt gerade Zeit, ich muss hier weiter schauen.
mache hier oben nämlich mal einen Teleporter, bevor ich jetzt drauf gehe. Wobei ich glaube ich nicht mal allzu viel verlieren werde. Ich habe zwar Seelen ein paar, die jetzt drauf gehen, aber. Komm schon, Teleporter! Das war jetzt vielleicht nicht das Glückste, was ich machen habe können. Scheiße. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eher schlecht gewesen. Ich kann mein Schiff wiederbeleben, aber das. Nein, das bringt auch nichts. Das schaffe ich nicht mehr von der Zeit her. Scheiße. Gut. Ich habe zwar die Seelen verloren, aber das ist jetzt in dem Stadium für mich gar nicht mehr so wichtig jetzt gewesen gerade. Außer, dass mir jetzt auch schon kalt wird, wenn ich nur hier bin. So. Und mal unseren Tränkemacher. Du kannst doch irgendwas Sinnvolles auch machen, oder? Frostelixier. Weiß ich auch. Fleischpilze beschützt den Dorf bis unser Aufgang. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Nee. Sell, sell. Dann gehen wir mal fighten. Seelen habe ich hier keine. Das heißt, reparieren kann ich auch nichts. Also ich gebe es ehrlich zu, jetzt am Schluss wird es gerade chaotisch. Ich bin das erste Mal im Endgame, sage ich jetzt mal, Endgame. Ich war noch nie so weit. Ich war über bei Tag 2, nicht 3 oder so, war Schluss. Ich bin jetzt bei 12. Das ist ungefähr, weiß nicht, ein Wahnsinn, wie viel mehr das gerade ist. Und ich bin gerade, ich gebe es zu, ein bisschen überfordert. Ich suche jetzt mal nur den Baum über den Tag nach oben zu bringen. Oh je. Uralter Kern. Schmeiß ich mal ein paar hin. Versuche mich mal in der Richtung, wo wir kommen. Ach du Kacke, ich werde jetzt drauf gehen. Nicht nur ich, auch mein Baum. Bäumchen, lebe! Nein, nicht der Große! Nein, 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 geht's weg. Jagd der See gefallen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, wenn ich da, weil ich jetzt da gewartet, so lange gespielt habe, bis alles platt war, oder ob das jetzt eh wurscht ist, oder ob ich das gleich verlassen habe über den Teleporter. Ich kann es nicht sagen, aber Leute, neue längste Runde, die ich je gespielt habe, wirklich. Also Wahnsinn. Wir haben 3 solche komischen Typen eliminiert. Ich bin noch nicht unter der Erde, die halbe Zeit. Elf Tage, dreimal Jüttner. Das haut rein. Das haut so dermaßen rein. Wir haben es geschafft. So. Ey, es war wirklich schwierig. Was ist das da? Ich lebe einen Dorfbewohner wieder. Mal nehmen. Nehmen auch. Nehmen auch. Also das war jetzt wirklich die geilste Ding. Was ist denn das hier? Nein, das brauche ich nicht. Das ist mal am liebsten. Beutige Krone, ja. Jetzt werden wir sich das mal im Multiplayer dann anschauen. Haben wir nichts. Stiefel. Ja, ausrüsten, sowieso. Belohnungen, das haben wir nicht alles. Das Ding hätte ich gern immer mit. Ich weiß jetzt noch nicht, ob man das irgendwie anlegen kann beim Shop. Aber von den Münzen habe ich auch noch nicht recht viel. Leider kann ich die eine Axt nicht herstellen, aber ist egal. Es macht jetzt gar nichts, überhaupt nichts. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben hier wirklich einiges geschafft. So weit war ich überhaupt noch nie. Also das haut gerade rein. Ich bin total glücklich. Freut mich voll. Ich weiß nicht, ob ich mit den Hörnern irgendwas anfangen kann. Ja, nicht genug Platinmünzen, war schon klar. Gut, okay. Leute, super war es die Runde. Wahnsinn, ewig lang. Wir haben es einen neuen Rekord aufgestellt, werden das sicher noch ein paar Mal probieren. Da werden aber dann nur die besten Runden online kommen oder zusammengeschnitten aus mehreren Tries, weil das ist sonst, das geht sich mit meiner Zeit nicht aus, dass ich das alles immer aufnehme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.